Ja, Edda ist wegen Tierfreundlichkeit froh. Dann nimm den Schlüssel und ruf um Hilfe, wenn etwas geschieht. Sie gibt dir den Schlüssel mit einer Hand und hebt ihre Waffe mit der anderen. Um Eddas Lippen spielt der schwache Anflug eines Lächelns. Was ist ein Gegenstand da? Ein Schlüssel für den Lago-Fettkäfig. Ja, leb wohl. Was seid ihr eigentlich? Roparus. Und du bist eine Mataru. Und du bist Vector. Das sind Kuarus. Mhm. Also merke, Roparu ist unterste Kaste. Mataru ist oberste Kaste. Und die, die ich gerade vorgelesen habe und schon wieder vergessen habe, Kuaru sind die mittlere Kaste. Ja. Look out! They escape! Ja, ab ins Wasser, hä? Die Mondmutter springt aus dem Wasser, zwitschert aufgeregt und ruft ihre Schlüpflinge zu sich. Sie versammelt sich mit ungezügelter Freude um sie herum. Als sie dich sieht, gibt sie ein tiefes Trällern von sich. Die Mondmutter nimmt mit übertriebener Geste ihre Halskette ab und legt sie in den Sand. Dann deutet sie von dir zu der Halskette und wieder zurück zu dir. Zwitschernd und mit flatterndem Wappen taucht die Mondmutter und ihre Schlüpflinge wieder zurück ins Meer. Ich hoffe, die Lago-Fath do not come back. Nö, jetzt brauchst du wenigstens nicht mehr auf den Käfig aufpassen, Kumpel. So the hatching scampered off then. Die Brut hat sich also davon gemacht. Er kratzt sich am Hinterkopf und zuckt mit den Schultern. Ich hoffe, die Erinnerung hieran wird sich bald nur wie ein schlechter. Wird bald nur wie ein schlechter Traum sein, Ikera. Ja, jetzt muss ich noch die Halskette hier einsacken. Flossentant. Das ist ein Schleim mal Flossentand. Eins Verfassung und eins Intellekt gewährt Grausamkeit und Kuriositäten. Aura-Reichweite. Die Sammlung von Spuckstücken, Zeugnisse und zähliger Handlungen voller böser Vorsätze strahlt ihr grausames Themenparameter in einer Aura aus, die alle Verbündeten in der Reichweite mehr Schaden als teilen lässt. Okay. Das ist dann was für dich, Edda. Edda. Ich habe halt auch keine gescheiten Helme zurzeit, fällt mir so auf. Ich könnte aber mal ihr Gewand verbessern. Es wenigstens mal außergewöhnlich machen. Oder bedeckt. Abwehr gegenüber Fernkampfwaffen erhöht sie mit der Heimlichkeitsfähigkeit. Okay. Verwandt 15% Treffer mit Fernkampfwaffen für 10 Sekunden kritische Treffer, wenn ein Angriff mit Fernkampfwaffen daneben ging. Okay. Stahl durchzogen. Plus 1 Wuchtrüstung, plus 1 Hiebrüstung. Oh, auch nicht schlecht. Na, warten wir noch ein bisschen mit dem Verbessern. I am ready. Verlassen jetzt. Obwohl, wir können ja noch mal mit ihr hier reden. Ich frage mich jetzt gerade, konnte ich mit dem Tikavaratov ein bisschen mehr Freundschaft schließen? It seems the Lagofath no longer bother us. I can save my strength for a worthy fight. Anscheinend belästigen uns die Lagofett nicht mehr. Ich kann meine Kräfte für einen würdigen Kampf sparen. Sie nickt vorsichtig. Dann leben wir wohl. So, es ist die große Frage, wenn wir jetzt wieder an Bord der Defiance sind. Da wir ja jetzt auf Tikavara fertig sind. Fürs Erste.
wie ich weitermachen soll. Ob ich direkt nach Pococohara segeln soll oder ob ich erst hier im Norden, den Norden absegeln soll ein bisschen. Da müsste ich nämlich hier unten um die Insel rum. Oh, da muss ich weit um die Insel rum. Aber nicht da rein, sondern ich will gerne hier oben hin. Nehme ich an der Huina-Schlucht vorbei. Sagen wir mal so, Sorgen brauche ich mir nur machen, wenn meine Moral unter 90 gesunken ist. Oh, Obst und Wasser. Die umsegeln wir mal freundlich. Sammeln hier Obst und Wasser ein. Onadere, die Verführerin. Haben wir die zufällig auf unserer Questliste? Da nicht. Da sind keine Kopfgelder. Alicia Wellenskipper haben wir abgeschlossen. Wen Corno di Silla. Die Alicio südlich von Nekataka. Ach, da, die Silla, das wäre die da. Aber ja, ab hier drifte ich eh zu weit nach Norden ab. Also würde ich mal sagen, ich gucke mir die Verführerin mal an. Und das alte Schlachtfeld, vielleicht finde ich da was Schönes. Oh. Ja, die beiden Fäulen da, gegen die habe ich nicht viel. Look. I sense a predator in the water. Weil ganz ehrlich, Fäulen, die. Also Erdfäulen besser gesagt. Die machen nicht so viel Schaden. Die sind ja eher Tanks. Stand together! You need something. Watch me, mother! This does not work! Oh ja, Palegina. Mach mal einen Sarg und kauf sie, denn sie ist ein Geist.
Okay, der Seertfeude schon mal weg. Die zweite auch. Und das heißt, es gehen alle wieder auf die Verführerin los. Okay, jetzt ist es eh zu spät. You need something. Leichte Rüstung, Bescheidenheit. Oh. Aber nicht so toll, wie ich es mir vorstelle. Gerade. Indeed. Ja, Onyx und Urfels noch. Aber ansonsten gibt es hier an dem Strand nichts mehr. Gut. Kleines Intermezzo, aber war nicht schlecht. Ja, solche Spiele, wenn das Spiel so eine gute Balance hat, bin ich immer froh, also zwischen Kämpfen und durch die Gegend erkunden. Nichts vom Wert. Schriftrolle des Flammenfächers, Brustharnisch. Und das war's auch schon. Naja. Hauptsache, wir haben irgendwas gefunden. Da ist ein Sturm. Ich hoffe einfach mal nicht, dass der in unsere Richtung zieht. Okay, hier haben wir auch noch was gefunden, auch wenn es immer noch zu weit nördlich ist. Für das, was ich eigentlich so vorhatte. Aber hier gibt es wenigstens Wasser, weil Wasser wird langsam doch ein bisschen Mangelware. Da wollte ich hin. Und ja, wie gesagt, wenn es halt hart auf hart kommt, spendiere ich einmal eine Runde Matrosenbrei. Den kann ich ja, glaube ich, auch selber gut kochen. Und ich müsste die beiden mal bei der nächsten Gelegenheit rausschmeißen. Ich brauche die 2 Grad nicht. Auch wenn bestimmte von ihnen schon ordentlich Seemannserfahrung gesammelt haben, aber die beiden eigentlich nicht sonderlich viel. Deswegen, die kann ich dann auf einem größeren Schiff gebrauchen, wahrscheinlich. So, Wasser. Und dann gucken wir mal, wer Ikorno ist. Ob das jemand ist, vor dem wir jetzt erstmal weglaufen sollten oder den wir besiegen können. Weil es gibt ja auch genug Fights, wo wir... Ah. Söldner, Schurken und Kämpfer. Also jetzt nichts großartig Böses, muss ich sagen. Wait, look there. You have my attention. Stand together! There! How could I miss that badly? Can't get a clean hand. Schurke. This will not do!